Manchmal lohnt es sich dann doch ein paar Minuten zu warten. Zum Handelsauftakt um 9 stand der DAX mehr oder weniger unbewegt. Wir hatten dort angesetzt, wo wir gestern nach dem leicht unterkühlten Montag aufgehört hatten. Aber jetzt eine Stunde später haben wir dann doch die 11.700 Punkte genommen. Auf einmal, so etwa vor 10 Minuten, ging es dann doch relativ kräftig nach oben. Dauerthema Brexit wird auch ein Dauerthema bleiben. So wie es aussieht, bleibt letztendlich als Lösung nur die sogenannte lange Bank, also dass man noch länger verhandeln wird. Um 11 Uhr kommt dann noch ein wichtiges Datum, und zwar die Konjunkturerwartungen für Deutschland vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung oder kurz ZEW. Die letzten Zahlen sahen ja relativ gut aus. Im Februar waren sie gestiegen und das vierte Mal in Folge. Mal gucken, was jetzt im laufenden Monat passiert. Heute noch ganz wichtig, die Bundesnetzagentur beginnt die Versteigerung der schnellen G5-Internet- bzw. Mobilfunkfrequenzen. Anmerkung in eigener Sache, G5 bedeutet nur schnell oder schneller, bedeutet nicht, dass es keine Funklöcher mehr geben wird. Und die Deutsche Banktochter DWS, sie rutschen ab, Gewinnmitnahmen, sagen die Händler hinter mir, nachdem die Aktie gestern im Zuge dieser Fusionsverhandlungen zwischen Deutsche Bank und Commerzbank dann doch relativ kräftig angestiegen waren. So, jetzt schauen wir auf die Top-Themen dieses Handelstages und los geht's mit Zahlen aus der zweiten Börsenreihe, und zwar mit Fraport. Fraport hat im vergangenen Jahr einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt. Hier ging es um 44% nach oben auf 474 Millionen Euro. Gut, ein Grund war die Trennung vom Flughafen Hannover. Das hat zu diesem Gewinnsprung gesorgt. Operativ sieht es auch gut aus, nicht ganz so gut. 12,5% geht es hier nach oben, 1,1 Milliarden. Man hat also operativ die Gewinnmilliarde geknackt. Was haben die Anleger davon? Ganz klar, es gibt eine höhere Dividende. 2 Euro soll es geben und das ist ein Sprung von gut einem Drittel. Das sollte eigentlich gut ankommen, aber wenn ich mir hier die Aktie anschaue, 72,41, die Fraport-Aktie etwa ein halbes Prozent im Minus. Wir schauen weiter in der zweiten Börsenreihe. Da haben wir den Waschanlagenbetreiber WashTec. Hier läuft es nicht ganz so gut. Das Nordamerika-Geschäft, das schwächelt. Hatten wir aber auch so ein bisschen erwartet. Es gab einen Gewinn vor Zinsen und Steuern, der zurückgegangen ist, leicht 1,4%. Umsatz dagegen ist gestiegen. Es gibt eine Dividende von 2,45. Analysten hatten etwa 11 Cent mehr erwartet. Auch hier kurz der Blick auf die Aktie. Ja, da geht es 3,5% nach oben in diesem Fall. Wacker Chemie, hier haben wir niedrige Preise für Polysilizium und höhere Energiepreise. Und diese Mischung ist nicht gut, führt dazu, dass letztendlich der Gewinn, der operative Gewinn im ersten Quartal zurückgegangen ist. Jahresprognose hat man bestätigt, das heißt, man rechnet hier mit einem Gewinnrückgang 10-20%. Auch hier kurzer Blick auf die Aktie, halbes Prozent geht es nach oben für Wacker Chemie. Der DAX startet mehr oder weniger unbeweglich, legt dann aber kräftig zu. Dow Jones, gute Vorgaben, Euro und Gold, sehen es eingeblendet, ein kleines grünes Vorzeichen. Bis später.